Leute, willkommen bei Pimp My Tora. Freunde, da ist er endlich. Das ist ein VW Touran aus dem Jahre 2003. So, den habe ich mir geholt, weil ich einfach geprägt worden bin, da dieser Film kam 2006 raus, und zwar The Fast and the Furious Tokyo Drift. So, daraus kennt man dieses Modell und wir werden den heute zusammen mit dem Dennis folieren. Ihr wisst wahrscheinlich schon, in Halbgrün, ja, der Kopf wird von GW Design geliefert die nächsten Tage und im Prinzip werden wir zwei Teile draus machen. Im ersten Teil werden wir heute mal anfangen, so ein bisschen zu folieren und im zweiten Teil werde ich euch das Endergebnis vorstellen. Und ich freue mich wirklich sehr auf diesen Wagen, denn es ist offiziell ab heute mein Werkstattwagen, mit dem wir schön scheppern werden. Ein Körnchen von David war. Also Freunde, vorab möchte ich euch noch ein paar Dinge sagen. Und zwar hat das Ding 268.000 Kilometer, ja, also schon ein paar hinter sich. Wie gesagt, es wird wirklich ein ganz entspanntes Werkstatt-Kfz sein und wir werden hier an der Karre nicht nur folieren. Zur Folierung möchte ich auch noch sagen, wir haben ganz, ganz wenig Erfahrung. Die werden wir jetzt an dieser Karre sammeln und falls wir es verkacken sollten, dann werden wir GW Design auf jeden Fall bitten herzukommen, dass wir da gemeinsam auf jeden Fall ein bisschen weitermachen. Aber wir probieren es einfach mal. Dennis ist heute auch mit dabei, wird mich in der Hinsicht unterstützen und wir werden an dem Auto Scheinwerfer tauschen, wir werden im Innenraum ein paar Teile tauschen, dann gibt es noch schöne Felgen von Oxygen, ja? Dann gibt es noch Tieferlegungsfedern von SD Suspensions und dann wird die Karre im Prinzip unser oder mein eigener Tokyo Drift Touran, mit dem wir, wie gesagt, scheppern werden und auf das freue ich mich wirklich sehr. So, ab geht's, wir holen jetzt die Folie raus, wir holen die ganzen Sachen, bereiten alles vor und dann folieren wir das Ding. Für den Folierer wahrscheinlich und er lacht uns gerade aus, ja? Aber ist kein Problem, damit kommen wir klar. Der erste Kuhflügel ist jetzt erstmal so weit, dass wir im Prinzip jetzt nochmal mit dem Föhn so ein bisschen die Kanten jetzt erwärmen und dann werden wir anfangen zu schneiden. Ja, willst du schneiden? Nein. Ja, nein. War mir so klar. Okay, dann werde ich ein bisschen schneiden und dann, ja, schauen wir mal. Ja? Ich glaube, das Schlimmste wird das Heck, Heckschussstange, die Frontschussstange, das wird heftig und das Dach, das wird richtig krass. Es sieht zwar gerade aus, aber das Reling und so weiter, Leute, egal, ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt, das wird geil und im Prinzip machen wir weiter und wir sehen uns im zweiten Teil. Ich bin immer bereit. Oder mein erster Werkstattwagen? Nee, nochmal, komm mal.
das ist endlich... Nein, warte mal noch. diesen Turan vorstellen. So, Freunde. Also, das ist ein Turan aus dem...